Ich sehe Salzer TV im Lebensfluss. Und herzlich willkommen, liebe Salze TV-Zuseherinnen und Zuseher, zu unserer Sendung Im Lebensfluss. Mit dabei wieder unser geschätzter Herr Harant. Herr Harant, wir haben gerade eine wundervolle Musik am Anfang gehört. Wer war das? Das war der Zittern Lois und der Christoph, beide aus Ungenach. Und das Thema unserer Sendung heute, womit werden Sie uns erfreuen? Heute ist das Thema Kunst und Literatur. Kunst und Literatur, und dafür werden wir nicht hier verharren. Unser Herr Harant hat einen schönen Ausflug gemacht. Wohin, Herr Harant? In die Steirermühl. Viel Spaß! Wir sind ja heute im Druckereimuseum in Steirermühl und da haben wir den Herrn Eder Herbert kennengelernt. Herbert, du bist ja Museumsführer in diesem Haus. Wie kommt man eigentlich dazu und was braucht man da für Fähigkeiten? Es war eigentlich ein ziemlicher Zufall. Gutenberg hat ja nicht den Buchdruck, sondern die beweglichen Lettern erfunden. Und genauso von diesen Buchstaben wird da in dem Museum nur Seite für Seite gemacht, verschiedene Sachen, was man da machen können. Und die habe ich im Schriftsetzen noch gelernt, ja, und habe das durch Zufall einmal gesehen, dass da ein Museum ist. Und dann war ich eigentlich schon begeistert und habe mir gesagt, das ist was für mich. Also Herr Eder hat auch eine Beschäftigung gefunden in seiner Pension. Und Herbert, was verzöhst du da in deine Museumsbesucher? Was zeigst du ihnen? Was verzöhst du ihnen? Wir werden heute in unserer Schauschöpferei Blatt Papier schöpfen. Das schaut ganz komisch aus, aber man sieht dann, dass ein fertiges Blatt Papier rauskommt. Und das Blatt werden wir dann auch bedrucken. Für die Erklärungen, die du uns jetzt gegeben hast, dürfen wir eh nur ein bisschen da bleiben. Wir haben nämlich ein paar Gäste eingeladen und möchten nur gerne ein bisschen was von dem Museum sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein bisschen da bleiben könnt. Und wir möchten mich mit dem Gruß unserer Zunft verabschieden. Gott grüßt die Kunst. Ich möchte Ihnen Herrn Mareda Johann vorstellen. Ich darf Hans zu dir sagen, wir kennen uns ja schon längere Zeit. Und was für mich auch ganz interessant ist, ich möchte gerne dein Alter bekannt geben. Darf ich das machen? Ja, bitte. Der Hans ist 87 Jahre und sein Hobby ist die Malerei. Hans, jetzt erzähl mal, wie bist du eigentlich zu der Malerei gekommen? Naja, das ist ein langer Weg. Ich habe schon in der Gefangenschaft
so zum Malen angefangen. Ne? Na ja, und nachher in der Pension, da habe ich die Sache richtig ausgeübt. Da habe ich ein paar Kurse besucht und es ist immer besser geworden. Also bei dir ist so richtig in der Pension losgegangen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist in der Pension losgegangen, weil da habe ich dann Zeit gehabt. Was hast du für Maltechnik? Ich bin da vielleicht ein bisschen Laie. Maltechnik, das war von Aquarell bis zu Öl. Also praktisch alles. Und jetzt mal mehr Mischtechnik, wo alles drunter ist. Ich habe mir seine Bilder ja schon angesehen und ich war fasziniert von dem, was der Hans malt. Also diese Moderne, diese Farbenfrohe, dieser Schwung und einfach, man denkt, ab 87 Jahre und solche modernen Bilder, also das hat mich fasziniert. Ja, Hans, wie kommst du auf diese Moderne? Das habe ich immer wollen, aber das ist sehr schwierig gewesen, vom Realistischen zum anderen, die andere Technik. Das war schwer, schwerer Weg und jetzt funktioniert es. Ja, und der Hans, was er mir verraten hat, ist ja jede Woche nur mit einer Gruppe zusammen, also auch so Malerkollegen, wie man sagt. Was ist das für eine Runde? Das ist die Timmelkammer Palette. Da sind wir 13 Leute und das besteht schon 20 Jahre. Und da gehen wir jeden Samstag kommen zusammen. Man sieht, dass in der Pension noch einiges möglich ist. Das sieht man beim Hans mit der Freude, mit der Frische, er die ganze Sache noch angeht. Da kann ich nur sagen, nehmen Sie sich ein Beispiel und vielleicht nehmen Sie den Pinsel in die Hand und versuchen auch Ihr Glück in der Malerei. Ja, Hans, ich möchte mich nochmal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Von Demmelkamm kommen wir jetzt nach Attersee, zu einem ganz besonderen Künstler, zum Herrn Peter Nöbauer. Peter, du bist ja ein Künstler, der Malerei, Bildhauerei und Texte, Dichten, alles verbindet. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen? Ja, ich glaube einfach, das war mein Leben, das mich zu dem gebracht hat. Wenn ich ganz kurz sagen darf, ich bin also am Land aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Mein Großvater war Mühlenbauer und ich habe dann eben studiert, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und war dann im Management bei der Föst 15 Jahre. Und dann war einfach das, was in mir gelebt hat, in meinem Herzen, nicht mehr zum Bremsen. Und ich habe die Bildhauerei-Ausbildung gemacht und dann vor allem das Holz. Peter, du hast ja mir einmal gesagt, du bist auf den Weg hingekommen aufgrund deiner Krankheit. Das heißt, ist irgendwo so ein Wegbegleiter geworden, die Kunst. Wie kann ich das jetzt verstehen? Ja, ich habe schweres Bronchialasthma gehabt. Also da hat man so viel mit Angst zu tun. Und da war es immer, wo ich mich dann entspannt habe, mit dem Zeichnen eigentlich das Vorwiegende, was ich da gemacht habe. Und später dann, also jetzt die letzten 10 Jahre, hat sich eben herausgestellt, dass ich eine unheilbare Krankheit habe und mehrere Herzinfarkte. Und da erlebt man natürlich auch recht viel. Und bei mir war es eben immer wieder, das Zeichnen und Malen, das kannst du immer machen. Auch wenn du im Bett liegst und die fast nicht mehr rühren kannst, dann kannst du immer noch einen Bleistift und ein Papier, kannst was zeichnen. Und das hat mich entspannt, das hat mich abgelenkt und das hat mir auch wieder letztendlich meine Lebensfreude zurückgegeben. Wenn ich die Kunst nicht gehabt hätte, dann war ich mit diesen Krisen und Problemen sicher nicht fertig geworden. Ich glaube, das Entscheidende ist das, dass der Mensch in sich reinhorcht und wenn du krank bist, hast du natürlich viel Zeit, in dich hineinzuhorchen, was dein Herz wirklich begeistert, was du wirklich eine Freude hast. Und wenn du das machst, was du Freude hast, dann entwickelst du auch die Fähigkeiten. Und für mich war das einfach, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich habe einfach gespürt, ich habe ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten in mir und ich wollte die halt alle entwickeln. Und so habe ich halt ganz verschiedene Sachen immer ausprobiert. Und ich glaube, das Entscheidende für die Menschen ist eben, dass sie sich auf den Weg machen und ausprobieren, was tun, nicht überlegen vom Kopf her, was könnte ich denn oder was könnte ich nicht, sondern einfach ausprobieren und wenn sie spüren, da hupft das Herzerl, dann sollen sie da weitermachen. Und dann tun sie auch weiter, weil sie einfach die Freude haben dabei. Danke, Peter, dass du dir Zeit genommen hast. Sie, liebe Zuseher,
Vielleicht haben Sie jetzt einen Guster bekommen in Richtung Kunst. Sie müssen ja nicht gleich ein großer Künstler werden, aber ich denke, jeder so seinen kleinen Künstler in sich zu entdecken, wäre eine feine Sache. Ja, wir haben in unserer Runde auch einen Buchautor, den Herrn Cantile Günther. Er hat 3 Bücher geschrieben über die Kraftplätze im Salzkammergut. Herr Cantile, wie kommt man eigentlich dazu, solche Bücher zu schreiben? Es hat mir großen Spaß gemacht, zu schreiben, was ich entdeckt habe und was ich gespürt habe. Und zwar, es geht um Naturheiligtümer. Das sind die Plätze der vorchristlichen Religion, wo die ihre Gottesdienste gefeiert haben. Und das ist ein Teil unserer Kultur. Und diese Kultur möchte ich einfach vermitteln, das ist das eine. Und das andere ist, was mir großen Spaß macht, ist immer wieder Menschen aufzuzeigen, wenn wir im Hören, im Schauen, Riechen, Schmecken, Spüren sind, sind wir im Augenblick und können unsere Seele wirklich erholen lassen auf diesen Plätzen. Ich habe mitgearbeitet bei einem Atlas über Salzkammergut, wo wir die Glücksplätze herausgestrichen haben. Das sind praktisch diese Naturheiligtümer. Die sind auch in der Natur gekennzeichnet, damit Menschen auf diese Plätze gehen und zu sich kommen und ein Stück Glück erleben können. Na, ich denke, Glück und Kraft können wir alle brauchen. Und Herr Cantile, Sie haben das dritte Buch geschrieben. Was ist in dem dritten Buch so Besonderes drin? Das Besondere dieses Buches, das ist mein Lebenswerk, ist, es gibt zu den Naturheiligtümern gehören die heiligen Quellen, die heiligen Bäume, die heiligen Steine, die heiligen Berge. Und jeder dieser Kategorie habe ich die verschiedensten Mythologien beschrieben, eben Heilplätze, Tanzplätze und so weiter, was die Mythologie über diese Plätze schreibt, und habe dann Beispiele gebracht, damit Menschen wissen, welche Qualität diese Plätze haben, was dahinter steht. Normalerweise brauche ich immer 10 Bücher, um einen Platz zu definieren, zu beschreiben. Und mit diesem Buch können wir selber erfahren, wenn wir interessiert sind an der Natur, können wir selber erfahren, was es an diesen Plätzen auf sich hat. Das heißt, Ihr Buch könnte auch ein Wegbegleiter für andere Menschen werden, die Kraft brauchen, die einfach in diese Richtung auf der Suche sind. Und was könnten Sie diesen Menschen empfehlen? Ja, je nachdem, wo das Interesse dieser Menschen liegt. Ich möchte ein Beispiel herausnehmen. Sie kennen sicher die Weißdornpräparate, die fürs Herz gut sind. Wenn Sie in der Natur einen Weißdornstrauch sehen, hat dort dieser Platz dieselbe Qualität wie das Mittel, das für Ihr Herz gut ist. Das heißt, und so hat jeder Strauch, jeder Baum diese Qualität, die für die Heilung verwendet wird, als Beispiel. Und was mir wichtig ist, ist auch, wie begehe ich solche Plätze? Es ist wichtig, dass es für uns gut ist und auch für den Platz gut ist. Ja? Und damit können wir wirklich Kraft tanken. Ja? Also das ist etwas, wo ich mich eben schon seit 22 Jahren damit beschäftige. Ja, danke, Herr Cantile, für diese Ausführungen, die sehr interessant waren. Und Sie, liebe Zuseher, haben jetzt die Möglichkeit, solche Kraftplätze aufzusuchen. Und wir wissen ja, Senioren brauchen auch noch viel Kraft. Und das wünsche ich auch Ihnen. Und vielleicht haben Sie ein Nachschlagewerk gefunden, um diese Plätze zu finden. Musik.
Wenn Sie ein Buch vom Herrn Cantilli erstehen möchten, kein Problem, alle nötigen Informationen blenden wir selbstverständlich jetzt in diesem Moment für Sie ein. Herr Harrand, für Sie ein sehr aufregender Tag. Welche Erinnerungen nehmen Sie sich mit aus Steirer Mühl und von den Künstlern? Ja, mir hat es gezeigt, egal wie alt man ist, man kann noch einiges bewegen und Kunstliteratur ist auch im hohen Alter gefragt. Und Sie wissen ja, wir machen eine Seniorensendung von Senioren für Senioren. Wenn Sie gerne mit dabei sein möchten, dann schicken Sie eine E-Mail an christina@salzi.tv. In diesem Sinne, bleiben Sie im Lebensfluss.